denn ich verschwinde jetzt. Vielleicht der persönliche Schmied. So, damit haben wir den Block und den Block. Fehlen nur noch die drei Blöcke. Ich denke mal, sobald wir Ulcaster und das andere Umfeld gemacht haben, werden wir noch einen Block abarbeiten und dann nach dem Räuberwald noch einen Block. Genau, das war das Haus. Das war das Haus mit den drei Frauen und dem Kind oben. Mit den beiden Frauen und dem Kind oben. Da können wir auch einfach wieder rausgehen, weil hier können wir nichts klauen. Hier werden wir gut beobachtet. Wo ist der Rest? Was? Achso. Ja? Die stehen hier rum. Gut. Was wollt ihr? Gut, wir verlassen mal die Map mal über dieses Gebiet. Gehen zum Tempel kurz. Uns voll hochheilen und mit Tränken eindecken. Nichts leichter als das. Die Reise dauert hierher ja nicht lange. Nur ein paar Minuten. Weil der Tempel ja direkt außerhalb der Stadt ist. So, ich bin dann am überlegen, sollen wir wirklich direkt zu Ulcaster gehen oder sollen wir erst die Außengebiete dann noch erkunden? Ich bin ja, glaube ich, eher für die Außengebiete. Dass wir Ulcaster dann bei der nächsten Aufnahmesession machen. Gut. Sirenen, dieses Mal welche, die uns nicht angreifen. So, wie könnt ihr uns helfen? Ihr könnt erstmal Khalid und Minskai und einmal Yahira. So, alle anderen sind gesund. Und dann brauchen wir Heiltränke, so viele wie ihr uns geben könnt. So. Genau, 5 auf Vorrat. Und die anderen 5 werden verteilt. Was? Nichts leichter als das. Und dann können wir wieder gehen. Ich sagte, wir können wieder gehen. Beinahe unter meiner Würde. Drückt euch nicht alle auf einmal aus der Tür. Heißt Ulgots Beard, wobei ich nie begriffen habe, was der Pfeil hier bedeuten soll. Ob das überhaupt ein Pfeil sein soll oder was der darstellt. Ich möchte einfach mit meiner Truppe jetzt in dieses Waldgebiet hier. Hier erstmal ein Quicksave machen. Gut. Und mal gucken, ob wir von dem Waldgebiet aus noch was sehen. Ja, ihr habt gerufen. Mir fällt da gerade sowas ein bei diesem Waldgebiet. Etwas, was nicht gut ist. Wir verlassen das Waldgebiet und gehen zu Ulcaster. Gut. Ja, das war jetzt gerade etwas out of Spiel, also out of Character, meine Entscheidung, aber... Oh, ich bin ein bisschen müde. Ja, wir schlafen kurz. Gut. Aber mir ist gerade eingefallen, was in diesem Waldstück da ist. Oh, hier sind erstmal ein paar Kobold-Kommandos. Au. Und ein Skelett. Was? Wir bräuchten nämlich noch ganz dringend einen Zauber, bevor wir... Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Ja, gut. Eure Dienerin steht zu eurem... Bevor wir diese Waldgebiete erkunden. Und dieser Zauber ist ein Arkanzauber, den... Düna hier leider noch nicht kann. So, du sammelst erst einmal Feuerpfeile ein.
Und ich habe vergessen, Munition zu kaufen. Eine Rüstungsrolle. Naja gut, ich denke, ohne Caster dürften wir auch so überleben. Was gut. Oder wartet kurz. Jo, wir gehen etwas planlos vor. Wo sind wir gelandet? Ah ja, genau, direkt südlich der Schmiede. Jetzt muss ich mal gucken, hat der in der hohen Hecke den Zauber? Wenn ja, dann können wir uns wohl Caster erstmal kurz sparen. Das sah gerade so aus, als hätte Talisa keine Waffe in der Hand. Beinahe unter meiner Würde. Ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Zeigt mir, was ihr zu verkaufen habt. Du brauchst nämlich schleudernde Kugeln. Ich kaufe mal ein paar hiervon. Und dann kaufe ich, ja, 3 Stacks hiervon. Erstmal, weil ich kann Imoen ihre Dinger nicht geben. Die kann ich kurz identifizieren. Sehr schön. Die kommen jetzt zu Kalid. Feuerpfeile kann ich einfach so identifizieren. Sehr schön. Und jetzt legen wir mal gute Schleuderkugeln ein für eine Weile. Ja, gut. Nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Und kaufen noch ein paar mehr. Dummdi-dummdi-dumm. Schleuderkugeln. So, noch 2 Stacks. Da ist sie fast schon wieder überfüllt. Du kannst die 8 Pfeile noch da reinstopfen. Die Edelsteine kommen zu Kalid. Heldentrank kommt zu ihr erstmal. Jo. Alles klar. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Dann können wir erstmal wieder raus hier. Nichts leichter als das. Wir können kurz zur hohen Hecke. Hoffen, dass er den Zauber hat, den ich suche. Müssen wir ein ganzes Stück lang weit laufen zur hohen runter zur hohen Hecke. Und werden bestimmt unterwegs wieder von Untoten angegriffen. Ich kenne die hohe Hecke nämlich zu gut mittlerweile. Ist ja nicht so, als ob hier es keinen Grund dafür gäbe. Hier ist ja nur ein Hinterwäldler-Magier, der einen bösen Energiekristall in seiner der Mitte seiner riesigen Festung hat, der wahrscheinlich genug negative Energie ausstrahlt, um hier jedes Mal neue Untote auferstehen zu lassen. Oder Wildhunde anzulocken. Ich bin schon erledigt. Du bleibst mal schön auf Abstand. Du brauchst nicht deine teuren Schleuderkugeln an ein paar Wildhunde verschwenden. Gut. Und dann gehen wir bitte einmal in die hohe Hecke hinein. Bitte, bitte habt den Zauber, den ich suche. Du bist immer noch hier. Ich habe noch eine Menge zu lernen, aber hin darf ich es lernen. Warum wohne ich bloß in so einem Kaff? Gut. Hast du den Zauber, den ich suche? Dumm, 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 dumm. Ja, den hast du. Ich kaufe ihn sicherheitshalber gleich 2-mal. Und es hat geklappt. Hey, hey. Oh, das ist sogar so ein Zauber. Ein Stufe 2 Zauber. Ja, Schutz vor Versteinerung. Der Zauber ist so wichtig mittlerweile. Jetzt, ab diesem Punkt, kann ich euch ein Liedchen von singen. Gut. So, mit dem Zauber können wir jetzt in den Wald da gehen.
Und ich habe ihn sicherheitshalber zweimal in petto. Also bitte einmal hier rüber. Was? So, du haltst dich mal kurz selber, weil du bist ein bisschen angeknackst. Hat sonst noch jemand sein Fett weg? Nö. Einmal ausruhen. Oh. Ja, euer Leben. Hallo, Gnolltöter. Was steht als Text da? Gnoll gestanden. Achso, du verschwindest wieder teure Schleuderkugeln. Einer von denen ist schon mal weggerannt. Es wollt nichts leichter als das. So, da steht er. Unter meiner Würde. Was wie befohlen. Währenddessen kannst du mal kurz gucken, ob sie was Interessantes dabei haben. Weh, das ist jetzt Schutz vor Versteinerung. Nein, das ist... brennende Hände. Magie verlangt einen wachen Geist. Ich brauche Schlaf. Ja, wir wollten ja gerade eigentlich rasten. So, gut. Ich würde sagen, wir gehen einmal von Süden aus rumherum. Weil, soweit ich mich noch erinnere, ist das nördliche Gebiet das wirklich gefährliche Gebiet hier. Wobei, könnte gut sein, dass hier das südliche Gebiet auch gefährlich war. Und mit gefährlich meine ich diesmal richtig gefährlich. Nicht ein bisschen harmlos gefährlich. Also genauso gefährlich wie die Sirenen. Sogar noch gefährlicher eigentlich. Oh ja, da fällt mir ein, ich kann den da mal wieder reinnehmen. Brennende Hände, können zu Khalid. Den hebe ich einmal auf. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Wobei, den könnte ich eigentlich bei Bedarf gleich verbraten. Genauso wie ich Schutz vor dem Bösen beim nächsten Bedarf verbraten kann. Wenn ich Schutz vor dem Bösen brauche, packe ich es einfach rein und benutze es. So, die paar Gnolliliten, die haben sicher nichts Interessantes dabei. Oh ja, ich kann von hier aus mal nach Süden gucken. Von hier aus müsste ich Güllikin sehen eigentlich. Genau. Güllikin oder Gullikin und die Feuerweinbrücke. Das sind Stationen, die erst etwas später kommen, wenn wir Akt 4 abgeschlossen haben. Vorher werde ich mich gar nicht erst zur Feuerweinbrücke reinwagen. Nicht nur, weil das ordentlich schwieriges Gebiet ist, sondern auch, um meine Nerven zu schonen. Die werden jetzt hier wahrscheinlich schon etwas strapaziert werden. Das Gebiet ist riesengroß, wie man sehen kann. Also guckt euch das an, wie weitläufig das ist. Das ist übrigens wahrscheinlich noch ein... Hier wird es wahrscheinlich noch was Nerviges geben. Ich kann mich viel zu gut an so manche Gebiete erinnern, aber erst wenn ich wieder dort bin, kommt mir das so in Erinnerung, was es dort Schlimmes gibt. Also ja, vor allem da nicht mehr viele Gebiete übrig sind und ich weiß, was für nervige Sachen noch auf uns zukommen dürften. Hier müsste es jetzt dann gleich losgehen. Na, noch nicht ganz. Aber hier sieht man schon mal was Übles. Ein riesiges Drachenskelett. Ja. Weg. Ich bin ganz ohr. Dünner hier.